Soziale Medien sind im Sportverein ein wichtiger Kommunikationskanal. Dein Vorstand zweifelt daran. Hier kommen 5 Gründe, warum du im Sportverein auf Social Media setzen solltest. Punkt 1. Information und Austausch. Eure Vereinskanäle kannst du nutzen, um sowohl intern als auch extern zu kommunizieren. Vereinsmitglieder nehmen die Vereinsaktivitäten viel intensiver wahr, wenn ihr über Social Media darüber berichtet. Außerdem wird es in der heutigen Zeit zunehmend bekanntlich schwieriger, die junge Generation anzusprechen. Wenn du in deinem Sportverein mit Social Media aktiv bist, bist du hier einen entscheidenden Schritt voraus. Auch in der externen Kommunikation hilft euch Social Media weiter. Egal ob Fans oder Zuschauer, Kommune, die Politik, Verbände oder Gegner, alle wollen darüber wissen, was bei euch im Verein läuft. Social Media ist ein guter Ort, darüber zu berichten. Punkt 2. Werbung und Mitgliedergewinnung. Vereine im Ehrenamt haben ein Nachwuchsproblem. Und das ändert sich nur, wenn man sich diesem Problem auch annimmt. Das will heißen, du musst für deinen Verein Werbung machen. Gerade im Jugendbereich konkurrieren Vereine nicht mehr nur mit anderen Vereinen oder Sportvereinen, sondern auch mit anderen digitalen Unterhaltungsangeboten, wie zum Beispiel Netflix, Spotify und Co. Cool und modern zu sein, kann da ein entscheidender Faktor sein. Deshalb macht es auch hier Sinn, auf Social Media zu setzen. Punkt 3. Einnahmemöglichkeiten. Diesen Punkt wirst du jetzt vielleicht etwas skeptisch sehen. Fakt ist, wenn du mit deinen Kanälen für deinen Sportverein Reichweite im Internet aufbaust, dann erreichst du damit Leute, die für Unternehmen wertvoll sein können. In den Vereinskanälen deines Sportvereins steckt also auch Vermarktungspotenzial. Dazu nur ein kurzes Beispiel. Die üblichste Werbeform im Vereinssport ist in der Regel die Anzeige im Spieltags- oder Saisonheft. Die Auflage dazu liegt bei maximal 500 bis 1000 Stück. 500 bis 1000 Follower sind für einen Amateurverein ein realistisches Ziel. Theoretisch könntet ihr also digital noch einmal so viel Kontakte erzielen wie im Print. Bedeutet das auch doppelt so hohe Einnahmen in der Vermarktung? Das liegt in eurem Verhandlungsgeschick. Punkt 4. Image. Das Image vieler Vereine ist oft trist, langweilig und verstaubt. Vereine leiden immer mehr unter einem schlechten Ruf. Aber warum eigentlich? Du weißt es am besten. Im Verein treffen sich Gleichgesinnte, Freunde und es entsteht in der Gemeinschaft ein besonderer Zusammenhalt. Trage diese Gemeinschaft nach außen. Erzähl in den sozialen Medien von eurer Freude, von eurem gemeinsamen Tun. Euer Verein wird davon langfristig profitieren. Punkt 5. Unabhängige Außendarstellung. Das ist der wohl wichtigste Punkt. Seit du im Internet nicht nur Empfänger, sondern auch Sender sein kannst, kannst du dein eigenes Image im Internet entscheidend beeinflussen. Du hast also in der Hand, wie du im Internet dargestellt wirst. Auf den Verein bezogen bedeutet das, dass ihr nicht mehr von der lokalen Presse abhängig seid. Ihr könnt eure eigenen Nachrichten erzählen, ihr könnt eure eigenen Geschichten definieren, ihr könnt eigene Schwerpunkte setzen und ihr müsst nicht mehr warten, ob der Reporter am Wochenende den Sportplatz findet. Das waren 5 Gründe für Social Media im Sportverein. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was euer wichtigster Grund ist, warum Sportvereine in den sozialen Medien aktiv sein sollten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann liked dieses Video und abonniert unseren Kanal. Hier gibt es noch weitere Beiträge und ansonsten sehen wir uns einfach in der kommenden Woche wieder mit einem neuen Thema. Bis bald!